Alter, was ist das für einer? Scheiße, ist der schnell weg? Ja, lauf dann auch bitte, ja? Los, lauf! Steht die Armee schon bereit. Lauf, Junge! Oh, gut gemacht! Machen wir alle platt jetzt, los! Der Tresor muss auf, sofort! Fast geschafft! Oh, diese Sicherheitsanzüge sind nicht gut. Ja, weiß ich doch. Ich helfe dir doch schon, indem ich die Gegner abwehre. Hab ich den erwischt? Ja, ich helfe denen ja so gut ich kann. Ja, wenn du Granatwerfer klappt, ist ganz gut. So, jetzt kommt die Waffe. Ja. Jetzt wird's lustig. Oder auch nicht. Oder auch nicht eher. Ja, wie viel kommen denn da? Was soll das? Da brauche ich auch einen Checkernaut-Anzug zu so einer Waffe, ja? Ganz ehrlich. Ich meine, was soll das? Nehmen Sie die Waffe! Jo, mach doch mal auf hier. Mal nachladen. So, und jetzt ganz genüsslich. Wir gehen langsam vor und dann machen wir es auch alle platt mit. Sorry, Alter. Ihr lauft aber auch alle rein. Geh weg. Ja, das meine ich auch. Bleib tot. So, da kommt ein Auto, den machen wir gleich Platz. Yo, yo, yo. Ah, da sehen wir auch, wenn die Waffe überhitzt. Okay. Oh ja. Mal viele sind dann jetzt nicht mehr übrig, oder? Oh ja, von den Stimmen her hören sich noch viele an. Na, komm mal her. Scheiße, wo denn? Ja, was machen wir? Okay, abkühlen lassen und los. Oh, vielleicht ist die Waffe auch leer. Aua. Und die Waffe ist leer. Wow. Nimm lieber die AK. Yeah. Aua, nein, besser. Wow. Explodieren die? Ja, die explodieren. Ich muss. Oh, der ist tot. Das machen wir gerade, falls du es noch nicht mitgekriegt hast. Töten sie alle! Machen wir doch. Also fast alle. Aber sehen wir auch vielleicht. Oh Gott, keine Deckung, ganz viele Gegner, sowas hasse ich. Also wenn wir da vorrennen, haben wir keine Deckung. Alter, also, sind alle tot oder was? Natürlich. Nur noch Rest noch nicht. Keine Gnade! Steht er dabei Explosivfässern? Tatsächlich, das ist die Fleet. Los, vorrücken! Nachladen. Oh fuck, das war's jetzt, oder? Oh. Oh Mann, der Erstlauf hält sich ja gut für Tränengas.
Sie setzten Tränengas ein. Ich bekam keine Luft. War Rischhoff da noch bei Ihnen? Er war immer bei mir. Oh. Die Tür wird Sie nicht ewig abhalten. Wir haben wenig Zeit. Innerhalb dieses Schreins, der heuchlerischen Dekadenz von Vorkutas Anführern, liegt der Schlüssel zu Schritt 8. Motorräder. Oh, wow. Ja, nee, ich will noch nicht aufsteigen. Ich will mir hier alles angucken. Haben wir hier noch irgendwas? Geile Lok. Ja, dann mal los. Jetzt komm. Yeah. Bäh. Wow. Oh, eine doppelläufige Arme. Entschuldigung, was noch? Na los, Wissen! Schneller, schneller! Ja, ja, ja. Da ist der Zug! Schnell, Nathan! Kampflos lassen die uns nicht ziehen! Ja, da bin ich mir sicher. Hier weg. Hier lang! Ui. Das macht Spaß hier, ja. Wow. Ich glaube, mein Motorrad lässt gerade ein bisschen nach. Hauen raus, ja. Draufhalten! Genau. Egal was, draufhalten. Oh, Helikopter. Das ging einfach mal die Rotorblätter abgemacht. Oh, jetzt wird's kritisch. Wo zum Teufel ist der Zug? Halte einfach drauf, was ich dir machen. Puh. Dann ist aber drauf springen. Okay. Los, Mädchen, los! Los jetzt! Na los! Schritt 8, Reznov! Freiheit! Für Sie, Mädchen! Nicht für mich! Reznov! Oh Mann. Und haben Sie Viktor Reznov zum letzten Mal gesehen? Ja. Für eine ganze Weile. Wieso vertraute er Ihnen, wenn er wusste, dass Reznov Ihnen bei der Flucht aus Vorkuta geholfen hat? Reznov war mein Freund. Aber er konnte nicht entkommen. Viktor Reznov war ein Kommunist. Wie konnte der CIA wissen, dass Sie nicht kompromittiert waren? Sie haben mich getestet. Ich ließ mich nicht brechen. Ebenso wenig wie jetzt. Die Regierung wollte Dragovic. Sie wollten, dass Sie ihn töten. Und es gab noch andere. Andere, die ich töten sollte. Er verrät nicht wen. Ins Pentagon. Sie erhielten eine Freigabe und wurden ins Pentagon beordert. Jason Hudson war mein neuer Kontakt. Da wären wir. Wieso das Pentagon? Hudson konnte es mir nicht sagen. War streng geheim. Ihr Konvoi ist bereit, Sir. Willkommen im Pentagon. Danke. Wir sind spät dran. Hören wir doch nichts für das Pilot doch schon. Minister McNamara. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, Sir. Geben Sie Gas. Unsere nationale Sicherheit ist akut gefährdet. Er kennt keine Angst, kein Gewissen, keine Schwäche.
Sein Name ist Dragovic. Dragovic? Kennen Sie sich bereits? Wann soll ich ihn töten? Gut, dass Sie wieder da sind, Mason. Ihr habt mir ja dabei nicht geholfen. Der hohe Besuch. Er ist hier. Sie schienen uns zu beobachten. Mich zu beobachten. Wer? Damals konnte man niemandem vertrauen. Manchmal nicht mal sich selbst. Deshalb sind wir hier, Mason. Um herauszufinden, ob wir ihnen trauen können. Wir haben sie die ganze Zeit beobachtet. Das ist unmöglich. Ich war im Pentagon. Sofort, Sir. Freigabe Prospero. Ehrenhafte Helden. Ich erinnere mich. Ich habe ehrenhafte Zahlen gehört. Und bekam sie nicht aus dem Schädel. VIPs. Oh yeah. Er wartet. Irgendwas hat an mir genagt. Was, Mason? Ich irre wohl nicht, wenn ich sage, dass die Zivilisation von hier aus schon mehrmals gerettet wurde. Natürlich. Ich weiß nicht. Es fühlte sich an wie im Traum. Schritt 2. Aufstieg aus der Dunkelheit. Schritt 3. Feuerregen. Sie näherten sich ihrem Ziel. Stets ein Erlebnis. Es hat funktioniert. Nicht wahr? Noch nicht. Sikorax. Diese Zuflucht wurde 1943 gebaut. Sie wird nur selten benutzt. Hey, ist ganz schön dicht an Nebel. Raucht hier jemand? Natürlich, überall, toll. Danke, Herr Minister. Viel Glück, Mason. Mr. President? Agent Mason. Ist mir eine Ehre, Mr. President. Setzen Sie sich. Zeitloop. Die Kommunisten sind eine große Bedrohung. Unsere Freiheit und Lebensweise stehen auf dem Spiel. Dragovic. Man sagte mir, Sie seien der Beste. Überall. Das stimmt. Der werden Sie sein müssen. Mr. Mason, kümmern Sie sich darum. Natürlich machen wir das. Präsident Nanas, Operation Sigmund. Das Herz Ihres Raumfahrtprogramms, Ihr Langstreckenraketenprojekt, auslöschen. Die Ascension-Gruppe ausschalten. Deutsche Wissenschaftler von den Russen nach dem Krieg abgeworben. Na, er brauchte ihr Wissen, was sie rausgefunden hat. Operation 40 hat einen Doppelagenten eingesetzt, der mit der Ascension-Gruppe arbeitete. Grigori Weaver. Er sollte dort die Rakete sabotieren. Aber irgendwas ist schiefgelaufen, Mason. Ich bekomme diese verdammten Zahlen nicht aus meinem Schädel. Ah ja. Helikopter. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende einer
Aufnahmesession von 45 Minuten, jetzt 46, 27. Bis zur nächsten Folge.